Ich war bei Rich the Kid, ich war bei Migos, ich war im ganzen Frauenfeld. Ich habe sogar MLP gesehen, Cypress Hill. Alles, was geht, Alter, alles. Also ich meine jetzt am Frauenfeld. Aha. Wie sind die Leute hier so? Die sind super, die Leute. Tipptopp, alles ruhig, keiner verhält sich aggressiv, alle chillig drauf, so muss das sein. Der Playboy Kari hat mich total auch überzeugt. Loredana hätte ich gerne gesehen, aber habe ich verpasst. Ich kenne hier niemanden, ich bin hier. Magst du keinen Hip-Hop? Kennt ihr Cher? Nein. Ah, oh, scheiße. Ganz dünnes Eis. Du hast hier schön den Überblick so auf die South Stage. Ja. Wer war am besten? Am besten war diese eine da gestern, wie hieß sie? Die ist gut geshaked und so, die war tipptopp. Fandest du schön, wie sie geshaked hat? Fand ich schön, die hat auch nicht so Autotune rausgelassen, hat auch Power gegeben, nicht so wie die ganzen Dinge hier, Autotune-Rapper. Bis jetzt habe ich Vico 6-3 am besten gefunden. Weil ich bin zwar nur die letzte halbe Stunde gewesen, aber sobald ich gekommen bin, es ist kaputt krank gewesen. Der Mimix hat mich wirklich überzeugt. Deine Lieblingsline von Mimix? Oh, es kommt und geht und geht und kommt und geht, aber Mann, ich bleib nicht stehen. Und sie geben mir Geld und nehmen mir Geld, aber Mann, ich bleib nicht da. Und es kommt und geht und geht und kommt und geht, aber Mann, ich bleib nicht stehen. Und sie geben mir Geld und nehmen mir Geld und nehmen, aber Mann, ich bleib nicht da. Und wenn ihr dann so hier zuschaut, gehen die Säckes auch ab? Also macht ihr da Moshpits? Nein, da dürfen wir nicht. Ist auch schon verboten, wenn ich mit dir ein Interview mache. Das ist eine ganz harte Ausnahme, wo wir machen. Nur für dich, weil ihr so nett gefragt habt. Für Lyrics Magazin machen wir alles. Lyrics, abchecken. Let's go! Check it up!